Wipperfeld, Tabellenführer der regulären Bundesliga-Runde, Bischmissheim mit dem Heimvorteil. Vor dem Start eine Überraschung, verkündet durch die Ministerpräsidentin. Der Weltverband hat entschieden, wo im wichtigen Vorbereitungsjahr für die Olympischen Spiele die Europameisterschaften stattfinden werden. Und die Tatsache, dass ich Ihnen das jetzt sage, gibt einen kleinen Hinweis darauf, wo es ist. Nämlich genau hier, wenn wir uns nächstes Jahr nochmals treffen und dann gucken, wer Europameisterschaft ist und wer auf dem Weg ist zu den Olympischen Spielen. Seien Sie uns alle nochmal herzlich willkommen. Viel Spaß heute hier. Die Europameisterschaft also im kommenden Jahr in Saarbrücken, jetzt aber zuerst einmal Bundesliga-Finale. Und das mit einem aus Sicht der Saarländer souveränen Damendoppel. Isabel Lohau und Stine Küspert siegen ohne Probleme. Parallel dazu das Herren-Doppel mit den klar favorisierten Europameistern Marc Lambsfuß und Marvin Seidel von Wipperfeld in den roten Trikots gegen Ruben Jille und Johannes Pistorius hier in Blau. Die beiden ersten Sätze gehen klar an die Gäste. Und dann kommen die beiden Bischmissheimer zurück, holen sich spektakulär die Sätze 3 und 4. Der fünfte Satz, der Entscheidungssatz. Es ist Badminton auf allerhöchstem Niveau und es ist bemerkenswert, wie die beiden Bischmissheimer kämpfen gegen Deutschlands bestes Herrendoppel. Natürlich werden sie auch vom Heimpublikum getragen. Und dann steht es 10:9 für Jille und Pistorius und die beiden verwandeln zum 11:9 und zum Überraschungssieg. Den Aufschlag von Marc Lambsfuß sehen die Schiedsrichter im Aus. Eine nicht unumstrittene Entscheidung, wie einige zuvor. Es war ein wahrer Coup, der Gastgeber Wipperfeld konsterniert. Es steht 2:0. Anschließend die Herren Einzel für Bischmissheim in Blau, Mats Christoffersen. Und der bleibt in 3 Sätzen gegen Ika Heino hochkonzentriert und siegt mit 3:0. Und Bischmissheim führt mit 3:0, braucht nur noch einen Sieg. Dass dieser Nachmittag so schnell verlaufen würde, das war eine Überraschung für alle Zuschauer und die Spieler. Und das zweite Herren-Einzel wird dann zum Krimi. Marc Kallio vom BCB und Felix Burestedt liefern sich ein Duell über 5 Sätze. Burestedt, hier für Wipperfeld kämpft, weiß, dass es die letzte Chance ist, den vorzeitigen Sieg der Bischmissheimer zu verhindern. Aber Marc Kallio bleibt ruhig, auch als dieser 5. Satz in die Verlängerung geht. Und dann holt er sich mit diesem gut platzierten Aufschlag den Sieg und damit die Meisterschaft für den ersten BC Bischmissheim. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gestern 4:0 gewinnen, heute 4:0. Also, wir haben alle knappen Dinger für uns entschieden. Und ja, ich bin einfach super happy, dass ich auch selber nicht noch mal ran musste, sondern dass es davor schon durch war. Der BCB hat es fantastisch gemacht, haben den Heimvorteil super genutzt. Das Publikum hat auch fantastische Arbeit hier geleistet, hat die Spieler getragen und ja, das konnten wir auf dem Feld schon spüren. Es ist Titel Nummer 11 für den ersten BC Bischmissheim.